Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Die Produktionsschulen in Mecklenburg-Vorpommern leisten seit mehr als 20 Jahren einen wichtigen Beitrag zur Integration junger Menschen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Das Prinzip hat sich bewährt. Produktionsschulen nehmen von Ausgrenzung bedrohte Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 auf. Sie bereiten sie auf die Rückkehr in Regelschulen vor und oder vermitteln ihnen außerhalb des Regelschulangebotes einen staatlichen Schulabschluss. Sie bieten auch den nicht mehr schulpflichtigen jungen Menschen, die im ersten Arbeitsmarkt weder eine Berufsausbildung noch eine Beschäftigung finden oder eine Ausbildung abgebrochen haben, eine Perspektive für ihr weiteres Leben. Produktionsschulen können auch als außerbetriebliche Ausbildungsstätten und als soziale Betriebe des zweiten Arbeitsmarktes im Rahmen der Nachqualifizierung fungieren. Sie kooperieren eng mit Wirtschaftsverbänden, der IHK und der Handwerkskammer. Das macht sie zu echten Chancengebern. Keiner darf verloren gehen. Diese wunderbare Vision des CJD Nord, einem der Träger der Produktionsschulen in MV, können wir als CDU-Fraktion uneingeschränkt zustimmen. Wir teilen die Ansicht der Schulträger im Land, wonach jeder Jugendliche eine zweite, ja sogar dritte Chance im Leben verdient. Als regierungstragende Fraktion sind wir daher immer unseren Überzeugungen gefolgt und haben uns für eine bedarfsgerechte Finanzierung der Produktionsschulen im Land eingesetzt. Dass diese Bemühungen Früchte tragen, wurde mir erst letzte Woche bestätigt. So konnten am Standort Greifswald, um nur ein Beispiel zu nennen, trotz Corona-Pandemie im letzten Jahr 27 Schülerinnen und Schüler in ein Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis vermittelt werden. Dies entspricht einer Quote von immerhin 34% und ist aufgrund der besonderen Verhältnisse eine erfreuliche Bilanz. Die verbliebenen Teilnehmer bleiben trotz Homeschooling motiviert und möchten ihre Chance im nächsten Jahr nutzen. Dass sie an das Konzept der Produktionsschulen glauben und am Ball bleiben, zeigt sich an der niedrigen Zahl von Schulabbrüchen. Ah, Zwischenfrage. Ist ja ganz interessant, wie toll hier alle aufpassen. Also, Herr Wild, gestatten Sie denn eine Zwischenfrage des Abgeordneten Förster? Na klar. Bitte schön, Herr Förster. Danke, Herr Kollege Wild. Ich habe nur die Frage, Sie haben eben berichtet über junge Leute, die in Ausbildung vermittelt werden konnten am Standort Greifswald. Ich möchte Sie fragen, welche Produktionsschule am Standort Greifswald Sie meinen? Tja, das gibt es da mehrere. Also ich hätte jetzt gedacht, da gibt es eine. Da gibt es gar keine. Da gibt es gar keine. Ja. Okay, dann ist das jetzt ein Fehler im Manuskript, muss ich zugeben. Ich weiß jetzt nicht, wo die Schule dann in Greifswald ist. Reiche ich Ihnen nach. Vielen Dank für die Zwischenfrage. So, kann passieren. Ist also irgendwo anders, aber auf jeden Fall müssen es diese 34% sein. Aktuell ist die Finanzierung der Produktionsschulen bis zum 30.06.2022 gesichert. Auch für die nächste Förderperiode, das haben wir auch jetzt heute schon gehört, sind die Mittel bis 2027 schon quasi zugesagt, also in Aussicht gestellt, sofern die ESF-Mittel auch wirklich bereitgestellt werden. Eine Gesetzesänderung und die damit verbundene Neuordnung der Finanzierung der Produktionsschulen ist daher aktuell nicht erforderlich. Den Gesetzentwurf der Linken lehnen wir alleine deshalb schon ab. Der Gesetzentwurf sieht ja vor, das Gesetz zur Neuordnung der Finanzierung der Produktionsschulen zum 1. Januar 2022 in Kraft treten zu lassen. 5,6 Millionen Euro sind als feste jährliche Anteilsfinanzierung vorgesehen. Meine Fraktion vertritt die Auffassung, dass es Aufgabe und Recht des im September neu gewählten Parlaments ist, über solche Vorhaben zu debattieren. Das Thema gehört in die Beratungen zum nächsten Doppelhaushalt im November oder Dezember. So funktionieren die Abläufe hier bei uns und das wissen Sie auch. Abgesehen davon lehnen wir den Gesetzentwurf aber auch aus inhaltlichen Gründen ab. Jetzt habe ich Sie nicht verstanden, aber dann war es vielleicht auch nicht so wichtig. Wir sehen den bürokratischen Aufwand, den die Schulträger der Produktionsschulen im Land haben. ESV-Anträge sind komplex und binden personelle Ressourcen, das wissen wir alle. Wir sehen aber auch, dass das aktuelle System erfolgreich ist. Daher überzeugt uns der vorgelegte Ansatz von Ihnen nicht, weder das Finanzierungsmodell noch die geplante Evaluation zur Erfolgskontrolle. Eine jährliche Projektförderung ist in vielen Bereichen der Sozial- und Arbeitsmarktförderung üblich. Sie dient der ständigen Anpassung der Angebote an sich mitunter rasch verändernde Bedarfe. Die in der Begründung des Gesetzentwurfs angesprochenen vermeintlichen Probleme, welche sich
aus der bisherigen Mischfinanzierung der Produktionsschulen ergeben, stellen das normale Finanzierungsverfahren derartiger Einrichtungen dar. Nur so ist sichergestellt, dass sich die Produktionsschulen an ändernde Bedarfe auch anpassen und Fehlangebote vermieden werden. In den letzten Jahren zeigt sich nämlich, dass die Inanspruchnahme des Angebots der Produktionsschulen signifikant gesunken ist. So haben im Jahr 2017 noch 725 Schüler in Mecklenburg-Vorpommern eine Produktionsschule besucht, 2018 waren es noch 606 und 2019 nur noch 345. Auch der Platzankauf durch die Bundesagentur für Arbeit, Frau Drese hat da eben darauf hingewiesen, hat sich deutlich verringert, was an der erfreulicherweise stark verbesserten Situation auf dem Arbeitsmarkt und bei der Ausbildungsplatzsituation in den letzten Jahren und dem deshalb geringeren Bedarf an diesem Angebot für den Übergang von der Schule in den Beruf liegt. Insofern wird auch zukünftig die Notwendigkeit bestehen, dass sich die Produktionsschulen kontinuierlich an veränderte Bedarfe anpassen. Die im Gesetzentwurf vorgesehene wissenschaftliche Evaluation, erstmalig nach 4 Jahren, danach alle 5 Jahre, ist demgegenüber schwerfälliger und nicht geeignet, eine kontinuierliche Orientierung am Bedarf sicherzustellen. Ja, das sind die Gründe, warum wir diesen Gesetzesantrag ablehnen. Und sollte es also mit der ESF-Finanzierung Schwierigkeiten geben, dann muss man in der Tat Ende des Jahres da nochmal neu drüber reden, aber das ist dann im neuen Landtag. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Wild. Das Wort hat jetzt für die Fraktion der SPD der Abgeordnete Herr Brade. Wenn er die junge Dame vorbeilässt, kann sie schnell das Pult desinfizieren.